Der Ausbildungsverbund Telto e.V. ist das gewerblich-technische Bildungszentrum der IHK Potsdam. Der AVT bedient im Wesentlichen zwei Segmente. Zum einen die Erstausbildung und zum zweiten die Weiterbildung in verschiedensten Bereichen. Die Verbundausbildung bildet das Kerngeschäft der Erstausbildung im AVT. Sie unterscheidet sich in Kernqualifikation und Fachqualifikation. Auf diese Art und Weise werden folgende Berufe ausgebildet: Industrieelektriker in zwei Fachrichtungen, Elektroniker in sechs Fachrichtungen, Elektroanlagenmonteur, Mechatroniker, Maschinen- und Anlagenführer, Werkzeugmechaniker, Industriemechaniker, Konstruktionsmechaniker und weitere fünf Metallberufe, gastgewerbliche Berufe, kaufmännische Berufe mit dem Schwerpunkt auf Büromanagement und Einzelhandel. In der Kernqualifikation wird bestimmtes Grundlagenwissen erlernt, was bei den Verbundpartnern des AVT aus verschiedensten Gründen nicht vermittelt werden kann. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Grundlagen im Metall-, Elektro-, Gastronomie- und Bürowirtschaftsbereich. Wie ist eigentlich Metall beschaffen und wie und mit welchen Werkzeugen wird es bearbeitet? Wie funktionieren die Maschinen und welche gibt es? Hi Pascal, was machst du denn hier? Ich bin im ersten Layer im Ausbildungsberuf der Spannungsmechaniker und lerne hier das Plandrehen. Die gelernten Kenntnisse kann ich dann später in meinem Ausbildungsbetrieb in der Produktion umsetzen. Das klingt interessant. Viel Spaß dabei. Dankeschön. Was ist Spannung und was ist Strom? Wieso leuchtet die Lampe? Und warum kann sich der Motor überhaupt drehen? Die Grundlagen der Elektrotechnik können hier an konkreten Aufgaben ausprobiert werden. Hey Justin, das sind aber viele Kabel. Ja, ich arbeite hier an einer automatischen Folgeschaltung im Rahmen meiner Ausbildung zum Elektroniker. Hier im AVT lerne ich die Grundlagen für meinen Beruf, die mein Betrieb mir zeitlich und technisch nicht vermitteln kann. Wow, klingt interessant. Aber sei vorsichtig, Strom ist gefährlich. Diese Basics kann man ja in vielen Berufen gut gebrauchen. Zum Beispiel als Elektroanlagenmonteur, Energieelektroniker oder Mechatroniker. Wie kalkuliert man die Menge der Zutaten, um eine bestimmte Anzahl an Gerichten daraus zu machen? Wie viel Schokoflocken brauche ich für 30 Desserts? Oder was und wie viel davon wird benötigt, um ein Vier-Gänge-Menü für 6 Personen zu kreieren? In der Lehrküche des AVT kann man das praktisch ausprobieren. Zum Beispiel beim Zubereiten von Fleisch- oder Fischgerichten oder bei Süßspeisen. Hallo Paul, was machst du denn hier? Wir bereiten gerade im Rahmen unseres Vier-Gänge-Menüs ein Karottenpüree vor. Und die Fähigkeiten, die ich hier im AVT lerne, kann ich später in meinem Ausbildungsbetrieb in die Praxis umsetzen. Klingt toll. Ihr habt ja auch viele Möglichkeiten hier. Vielen Dank. Im Lehrrestaurant wird an konkreten Aufgaben das theoretische Wissen erprobt. Zum Beispiel beim Eindecken von Konferenztischen oder beim Mixen von Cocktails. Hey Vanessa, was machst du hier? Hey, ich absolviere momentan meine Ausbildung zur Hotelfachfrau im ersten Lehrjahr und bereite gerade einen Cocktail vor. Das, was ich hier lerne, hilft mir dabei, die Prüfung mit Bravour zu bestehen. Wow, super, dann viel Glück dafür. Danke. In der Bürowirtschaft lernt man zum Beispiel das Erstellen und Verwalten eines elektronischen Posteingangs- bzw. Postausgangstagebuchs. Basic-Wissen im Bereich Einzelhandel, speziell in der Praxis, kann man sich im Warenverkaufsshop aneignen. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Ich habe eben den Artikel bei Ihnen gekauft und jetzt kann ich ihn nicht umtauschen? Hey Danilo, hey Maxi, wieso regst du dich dann so auf? Wir üben gerade ein Verkaufsgespräch für unsere Ausbildung als Einzelhandelskaufleute. Genauer gesagt geht es um Reklamation. Cool, dann viel Glück, dass dich die Kunde nicht anspringt. Und warum kann ich den jetzt nicht umtauschen bei Ihnen? Sie müssen den Pullover plus Originalverpackung mir bringen, dann können Sie das umtauschen. In der Fachqualifikation können die Betriebe bestimmte Module, die ihrem Azubi beigebracht werden sollen, einkaufen. Zum Beispiel Schulungen an bestimmten Maschinen oder spezielle Techniken. Beispielsweise CNC-Drehen, CNC-Fräsen, Pneumatik, Hydraulik, Lichtbogenschweißen, digitale und analoge Schaltungstechnik, Leistungselektronik, Mikroprozessortechnik, Sensorik, SPS-Technik, mechatronische Systeme, Rechnungswesen, Warenwirtschaft, Bürowirtschaft, Buchführung, Flambieren, Tranchieren, Filetieren, Gewürzkunde, Wild- und Fischzubereitung. Wie die Fachqualifikation funktioniert, gucken wir uns jetzt an. Hi Ennio, was machst du hier? Hi, ich bin Azubi im dritten Layer bei der Firma EBK Krüger und ich bediene hier gerade den Spulenprüfautomat. Und die Grundlagen dafür habe ich im Rahmen einer Verbundausbildung beim AVT gelernt. Ah, interessant. Und was kann die Maschine so? Die Maschine prüft unter anderem den Widerstand der verschiedenen Spulen auf der Richtung. Wenn der Azubi etwas weiter weg wohnt, dann ist das auch kein Problem. Der AVT stellt preisgünstige Unterkünfte bereit. Neben der gastgewerblichen Verbundausbildung betreibt der AVT eine eigene Hoger Berufsschule, an der die theoretische Ausbildung der Berufe Koch, Restaurantfachmann und Hotelfachmann erfolgt.
Der AVT kümmert sich auch um die berufliche Orientierung von Jugendlichen. Schüler können für jeweils 2,5 Tage zum Profiling kommen. Hierbei werden Reisen in die Berufsbilder aus Handel, Gastronomie, Bürowirtschaft, Elektrotechnik und Metall unternommen. Die persönliche Eignung jedes Einzelnen wird hierbei zur Geltung gebracht und ein eigens für jeden Schüler empfohlener beruflicher Fahrplan sorgt für eine Ausbildung mit Perspektive. Das zweite große Segment des AVT bildet die berufliche Weiterbildung. Ein Schwerpunkt in diesem Bereich nehmen die Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung ein. Der AVT bietet diese Lehrgänge für insgesamt 16 verschiedene Meisterabschlüsse an. Zahlenmäßig am meisten gefragt sind Metallmeister, E-Meister, Veranstaltungsmeister, Kraftverkehrsmeister, Küchenmeister, Restaurantmeister, Hotelmeister und Logistikmeister. Neben der Meisterausbildung nimmt die Ausbilderqualifizierung im AVT einen weiteren Schwerpunkt ein. Der AVT ist mit seinen AEVO-Lehrgängen der größte Anbieter in diesem Bereich im Kammerbezirk der IHK Potsdam. Ein weiteres Standbein bilden die dualen Studiengänge in der Fachrichtung BWL an der vom AVT betriebenen Wirtschaftsakademie. Auch hier gibt es die effiziente Verknüpfung von Theorie und Praxis. Durch den sehr hohen Praxisbezug im dualen Studium und die damit einhergehende Arbeitserfahrung der Absolventen in der Praxisphase ist eine hervorragende Vermittlungsquote der Studienabsolventen von 85% möglich. Der AVT hilft bei der Integration von Flüchtlingen und Asylsuchenden. In diesem Zusammenhang bietet der AVT Integrationskurse an, die Sprache und Kultur unseres Landes vermitteln. Die Einwanderer haben die Möglichkeit, Kurse zur Kompetenzfeststellung zu besuchen. Hier werden die angegebenen Kompetenzen überprüft, was eine zielgerichtete Vermittlung ermöglicht. Der AVT kann jederzeit auf die Belange der Wirtschaft reagieren. Innerhalb kürzester Zeit können je nach Bedarf neue Lehrgänge in Aus- und Weiterbildung generiert werden. Dadurch hilft der AVT den Unternehmen, eventuelle Personallücken zu schließen. Der AVT verfügt über eine gute Basis an technischer und räumlicher Ausstattung und ist bestens an die Infrastruktur im Berliner Raum angebunden.